wie sehr, liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium, dieser Jubelruf Jesu Gestalt annimmt in der heutigen Tagesheiligen, kann man sich leicht vorstellen. Ein kleines Ding, die ihr Leben lang nicht über eine Kindergröße hinausgekommen ist. Man stolpert an der Straße über sie. Sie ist nicht groß gebildet. Heute würden wir, aber es kommt inzwischen auch aus dem Sprachgebrauch, wir würden von einem Nönnchen reden. Dabei war sie noch nicht einmal das richtig. Sie war Mantellatin, also Tertiarin bei den Dominikanern. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Was sich in ihrem Briefkorpus von annähernd 400 Briefen zeigt, die sie diktiert, dass sie zumindest Kirchen, wenn nicht sogar Weltgeschichte schreibt, hätte man diesem Nönnchen, dieser Unmündigen, nicht ohne weiteres zugetraut. Aber was wir an ihr lernen, ist, dass man der Gnade Gottes alles zutrauen muss. Gerade weil sie so unseren normalen Kriterien entgegensteht, weil es mit unseren Kriterien, die wir anlegen, nicht zu messen ist. Nach unseren Vorstellungen ist das eine unbedeutende Irre, ein bisschen religiös überspannt, die sich ein bisschen wichtig tut und den Mund ziemlich voll nimmt. Aber wenn wir sie als Heilige verehren, gar als Kirchenlehrerin, merken wir, dass die Gnade Gottes in ihr wirkt. Das schreibt die Kirche ihr zu. Das haben Menschen gemerkt. Päpste haben das gemerkt, die sich nach Avignon zurückgezogen hatten. Gut, das haben die politischen Umstände so ergeben. Wer Avignon kennt, weiß, man kann da ganz schön leben. Nicht an diesem stinkenden Tiber. Aber sie zwingt den Papst dazu, mit der Gnade Gottes zurückzukommen nach Rom. Das hat vorher niemand geschafft. Dieses Nönnchen schafft es. Und der Papst ruft sie als Beraterin. Das sind merkwürdige Zeiten, liebe Schwestern und Brüder, die wir neu zu lernen haben. Und es ist überaus merkwürdig, dass ausgerechnet in einer politischen Agenda heutzutage, wo sich Frauenverbände innerhalb der Kirche ein Recht erkämpfen wollen, nämlich das Recht zur Diakoninnenweihe, dass dieser Tag ausgerechnet gesucht wird. Das werden spannende Begegnungen im Himmel, liebe Schwestern und Brüder, wenn Katharina von Siena solchen Leuten begegnet. Da wird es auch im Himmel noch Kopfwäschen geben, nehme ich an. Denn gerade darum geht es nicht, eine politische Agenda durchzusetzen, sich selber zu verwirklichen und dann auch noch die Heiligen dafür in Anspruch zu nehmen. Das ist nun wirklich pervers. An ihr lernen wir genau das Gegenteil, dass das, was sie selber mitzubringen hat, eigentlich nichts gilt. Und dass sie so viel Raum in sich schafft, dass die Gnade Gottes wirken kann. Und die bewirkt das Ihre. Die kann Weltgeschichte und Kirchengeschichte schreiben, aber nicht die Kleine, das kleine Nönnchen von Siena, sondern es ist die Gnade Gottes. Katharina hat das gewusst. Ob wir es lernen, steht dahin.